Liebe Grillfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mit dem spannenden Thema klassisch Flanksteak machen, bisschen Würstchen machen. Wir machen jetzt mal zusammen den Keramikgrill an. Dafür nehme ich mir Holzkohle. Hab hier den Monoleiter in diesem Fall. Wir halten einmal den Zauberstab hier in die Kohle rein. Und lassen jetzt einfach mal 20, 30 Sekunden lang pusten. Wenn die ersten Funken sich auftun, gehe ich ein bisschen mit dem Monoleiter weg. Sonst verglühe ich und verbrenne ich mir quasi das Gerät. Das wollen wir ja auch nicht, ne? Davon mache ich 3 Stück, damit die Kohle schnell durchziehen kann. Wir hören es schon, wir sehen es schon, wie schnell das hier geht. Hier ganz wichtig, unten die Luftzufuhr aufmachen, genauso wie hier oben den Deckel. Ich merke auch schon, wie der richtig am Ballern ist. Und den Monoleiter, den Luftleiter einfach an die Seite legen. Der ist noch richtig heiß, also da einfach aufpassen, dass wir da keinen Unfall bauen. Wir werden jetzt gemeinsam Flanksteaks grillen. Einmal direkt auf dem Rost. Und dann werden wir das in den indirekten Bereich quasi über dem Deflektorstein nachziehen, nachgaren lassen. Hier zählt das Gleiche wie auch im Gasgrill auch. Lässt sich das Fleisch lösen, bewege ich es. Wenn nicht, nicht mit dem Grill oder Fleisch oder der Zange diskutieren. Deckel nochmal runter, nochmal schön weiter warten, bis das sich von alleine lösen lässt. So, wir gucken mal, ob sich das Fleisch lösen lässt. Und es lässt sich hervorragend lösen. Wir haben tolles Branding. Lass was weiter grillen, ab zu den anderen Geräten. Hier gleiches Spiel, sollte genauso sein, auch hervorragend. Ist einfach die nackte Wahrheit heute. Mal kein Shishi dran, kein Salz dran oder ähnliches, sondern einfach mal das Fleisch angrillen. Noch hier sehen wir alles entspannt. Also so einen richtig krassen Unterschied in die eine oder in die andere Richtung konnte ich jetzt nicht feststellen. Jetzt kommt Folgendes, jetzt lege ich das Fleisch oben in den indirekten Bereich. Unter der Tropfschale habe ich den Deflektorstein, der drückt mir die Hitze nach außen, dementsprechend verbrennt mir nichts und das Fleisch kann auch so ein bisschen nachziehen und nachgaren. Hier das Gleiche. Können ein bisschen mit den Temperaturen runtergehen. Jetzt lassen wir noch 3-4 Minütchen ziehen, dann können wir auch schon aufschneiden. So, Freunde, ich könnte jetzt die Teller untereinander tauschen und wir würden nicht erkennen, welches Steak von welchem Grill kommt. Was aber natürlich ein absolutes Muss ist, ist probieren. Ich würde mal sagen, gelungen. Wir testen in der Mitte genauso. Auch hier kann man nichts sagen. Und wie soll es beim letzten Steak sein? Natürlich nicht anders. Damit ihr es einmal gehört habt, so wie die Grills hinter mir stehen, habe ich auch die Teller und die Steaks Monolith, The Bastard und Big Green Egg. Und Leute, man sieht wirklich keinen Unterschied. Lasst uns jetzt noch als krönenden Abschluss eine leckere Grillbratwurst vom Keramikgrill machen. Die darf auch einfach nicht fehlen. Wichtig ist bei den Würstchen zwischendurch einfach ein bisschen was drehen, ein bisschen was wenden. Wir haben eine sehr, sehr aggressive, hohe Hitze natürlich. Aber wenn so halt die Bratwürstchen aussehen, auch diese können wir dann nach dem Angrillen einfach ein bisschen noch mal aufs Ablagerost legen. Und die sehen auch einfach nur sexy aus. Auch hier, Freunde, für mich gleiche Ergebnis. Was will man dazu noch irgendwie sagen? Ihr Lieben, das war ein bisschen Gegrilltes von den Keramikgrills. Super spannendes, super heißes, attraktives Thema. Man muss sich damit einfach ein bisschen auseinandersetzen und mitarbeiten wollen. Es ist einfach komplett anders zu einem Gasgerät. Will ich Motorrad oder Auto fahren? Das ist hier die Frage, die man sich einfach stellen möchte. Wenn ihr Fragen zu dem Video habt, ruft uns an, schreibt uns eine E-Mail oder noch schöner, kommt persönlich vorbei. Wir freuen uns sehr auf euch. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid, klickt da, teilt, rastet aus, kommentiert, abonniert den Kanal, verpasst wirklich kein Video mehr. Es werden noch sehr, sehr viele Folgen. Guckt zwischendurch mal in unserem Grillmagazin, da gibt es immer attraktive Rezepte und Ideen. Ich bin raus, euer Benni.